genieße es einfach sehr, in dem Bereich, in dem ich tätig sein kann, mit sogenannten Gadgets herumzuspielen, also neueste Technologie von Mobiltelefonen, von Sensortechnologie. Es ist im Prinzip Spielzeug, ja, aber ich kann sozusagen sagen, ich forsche daran. Also das ist wirklich etwas, was ich sehr faszinierend finde. Am Institut für Telekooperation beschäftigen wir uns in der Forschung mit Technologien, die die Zusammenarbeit und die Kooperation von Menschen, aber auch von Computern unterstützen sollen. Wenn ich mit einer anderen Person zusammenarbeite, muss ich mir selber darüber Gedanken machen, wie erreiche ich die Person zurzeit am besten. Kann ich sie per E-Mail erreichen? Brauche ich eine Videokonferenz? Kann ich sie per Telefon erreichen? Und wir wollen zum Beispiel hier eine Softwarelösung entwickeln, wo das System selber vorschlagen kann, diese Person erreichen Sie jetzt am besten über einen Telefonanruf und dann auch gleichzeitig die Telefonnummer dieser Person heraussucht. In meiner Schulzeit, so im Alter von 16, 17 Jahren ungefähr, habe ich unterschiedlichste Berufswünsche gehabt. Ein bisschen früher wollte ich mal Fernfahrerin werden, das war ein Image, das ich ganz spannend gefunden habe, mit so großen, bulligen Lastwagen herumfahren. Dann wollte ich eine Zeit lang Goldschmiedin werden, weil mich diese feinen Arbeiten interessiert haben. Das hat während meiner Schulzeit diese Fernsehserie Knight Rider gegeben. Die hat mich erstens fasziniert, weil ich auch ein bisschen einen Faible habe für schöne, schnelle Autos, und das Auto habe ich faszinierend gefunden. Den Michael Knight selber habe ich als sehr fade Persönlichkeit gefunden. Der war nicht so wirklich mein Typ, für den ich geschwärmt habe. Aber die Bonnie, die Technikerin, die hat mich erst nicht imponiert. Das war eine interessante Frau, die sofort alle Probleme gelöst hat, und der Michael ist nur irgendwie dumm grinsend daneben gestanden. Ich habe, bevor ich das Studium begonnen habe, noch überhaupt keine Computererfahrung gehabt. Ich habe in der Schule keinen EDV-Unterricht gehabt, habe, ja, wie viele vielleicht am Taschenrechner, ein bisschen was programmiert, aber das war eigentlich nicht das, was mich so fasziniert hätte. Und auch während des Studiums war eigentlich das Programmieren nicht das Ausschlaggebende, sondern das darüber nachdenken, wie löse ich diese Probleme. Und das ist eigentlich das, was das wirklich Spannende ist. Es war ein totales Neuland, und ich habe es aber ganz bewusst gemacht, auch um dieses Defizit aufzuheben. Also es wurde mir dann wirklich auch klar, dass einfach die Zukunft im Bereich der Computer, im Bereich der Informatik liegt, und dass das ein Bereich ist, den ich spannend finden würde. Informatik ist eine Wissenschaft, ist ein Fachgebiet, wo man sehr viel mit Menschen zu tun hat, sehr stark Kommunikationsfähigkeiten einsetzen muss, mit den zukünftigen Anwenderinnen und Anwendern reden muss, auf die Bedürfnisse eingehen. All das sind, glaube ich, Dinge, die Frauen genauso Spaß machen wie Männer, vielleicht sogar noch mehr Spaß machen. Ein Gerät, das sehr verspielt ist, das ist so ungefähr so großer Plastikhase und sieht aus wie eine Nachttischleuchte und ist auch im Prinzip genau das. Also er kann leuchten, er kann die Ohren bewegen und er kann Text sprechen und ist eigentlich dazu gedacht, er hat auch eine Webschnittstelle, dass ich halt Freundinnen und Freunden Nachrichten schicken kann, guten Morgen, wie geht's, also so ein kleines Kommunikationswerkzeug. Und da hat uns natürlich sofort am Institut der Ehrgeiz gepackt, das an gängige Kommunikationswerkzeuge anzuschließen, also zum Beispiel Messaging-Systeme. Ich kann über mein Messaging-System am Computer eine Nachricht schicken und dann blinkt bei meiner Kollegin der Hase. Eigentlich von der Tradition her kommt der Begriff Lehrstuhl von einer Idee, wo halt eben ein Professor, da kann ich ja wirklich in der männlichen Form bleiben, wirklich einen Lehrstuhl besessen hat und damit auch Machtposition ausgeübt hat. Heute weicht sich das Gott sei Dank ein bisschen auf. Wir sind hier an der Uni sehr kooperativ tätig und in meinem Stuhl sitze ich eigentlich relativ selten, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ich glaube, man ist Forscherin mit Leidenschaft, und dann ist es ein 24-Stunden-Job, möchte ich aber fast nicht wirklich sagen, sondern eher eine 24-Stunden-Berufung. Es passiert manchmal, dass ich in der Nacht aufwache und mir die Lösung von einem Problem einfällt. Super, da freue ich mich drüber, schreibe das gleich auf, damit ich es noch gar nicht bis zu früh vergessen habe. Das heißt aber nicht, dass wir als Forscherinnen nicht auch mal abschalten, entspannen können. Ganz klar, wenn ich nach Hause komme und vom Job genug habe, dann lege ich genauso wie alle anderen meine Füße hoch und will vom Beruf nichts mehr wissen, und das ist genauso zulässig.